2200 Kilometer zu Fuß unterwegs nach Santiago de Compostela. Am Tag nach seiner Heimkehr erzählt der Eschner Unternehmer Michael Gerner von einigen anderen Pilgern auf seinem Weg. Das sind zwei Irländerinnen, die sind nicht lang gelaufen, ich glaube nur 3-4 Tage, und sind nachher irgendwo Frankreich die Ferien machen und der Camino mal wieder kennenlernen. Und die haben wunderschön gesungen, oh, moderne Sachen wie ABBA und so, oder von Céline Dion, oh schön. Und einmal sind wir um einen Kaffee gehockt, und dann haben sie angefangen zu singen, dann habe ich auch mitgesungen, dann hätte ich vorhin voll Geld hergeworfen. Also so könnte man wahrscheinlich auch finanzieren. Auch ein vierbeiniger Pilger war dabei. Der Hund ist mit zwei Streicher dabei gewesen, und der muss eigentlich sein Fressen selber tragen, wie jeder Pilger sein Essen auch selber tragen muss eigentlich. Und ja, am Anfang schauen wir ein bisschen. Ich hatte noch gehört, dass er am Schluss, wenn er den Pack gesehen hat, sich mal zuerst versteckt hat, weil es ihm, glaube ich, gestunken hat. Aber wenn man einen Freilauf hat, hat er, und das habe ich selber gesagt, hat er immer gleich den grössten Asch gesucht, wo er überhaupt finden kann. Manchmal vier, fünffach grösser gewesen wie er, und hat mit ihm umgekämpft. Also er war quietschfidel gewesen, und der Hund ist also auf keiner Art und Weise irgendwie geschädigt worden oder gequält worden und so. Ist doch gut, Muskulatur und so, wirklich gut. Und unser Pilger, was sagt seine Frau über ihn? Wie mein Mann halt so lange weg war, ja, man hat sich zuerst richtig daran gewöhnen müssen, weil wir sonst eigentlich 24 Stunden zusammen sind in dem Sinn. Aber mit der Zeit ist, dass man hat eigentlich, man ist so beschäftigt mit der Arbeit, dass dann nachher an und für sich ja, erst zur Arbeit eigentlich dann ins Heimweh gekommen ist, wie auch immer. Und, und die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, dass man eigentlich jetzt im Nachhinein denkt, mein Gott, das ist verflogen im Flug. Lassen wir am Schluss Michael Gerner selbst Resümee ziehen. Das Beste, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, außer dass ich meine Frau geheiratet habe. Es ist noch besser gewesen.